So eben importierten Bilder finden wir unmittelbar vor uns auf unserem Leuchtpult alle dargestellt. Wir können sie aber auch hier in der Bibliothek, das ist die Lightroom-Bibliothek unter vorheriger Import, das ist der letzte Import, finden. Und wenn wir hier etwas nach unten scrollen, finden wir hier in Anlehnung an die Ordnerstruktur unseres Rechners, finden wir hier auch diesen Ordner, den wir auf den Rechner kopiert haben und importiert haben. Das heißt, ich kann hier wahlweise einen Ordner auswählen, der sich auf meinem Rechner befindet und sehe dann sofort angezeigt die Bilder hier im Lightroom.